Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die EEV 2021, die Erneuerbare Energienverordnung 2021. Natürlich habt ihr jetzt schon den Kontext zum EEG gefunden und wir haben ja auch schon mal auf diesem Kanal uns mit dem EEV und dem der EEV und der EEAV beschäftigt, nämlich es gibt das Erneuerbare Energiengesetz EEG. Größerer Rahmen, wie überhaupt die ganzen, der ganze Kontext der Energiewende im Sinne des EEG definiert wird, als Gesetz. EEV ist die Erneuerbare Energienverordnung, die kümmert sich also um weitere operative Rahmenbedingungen. Und dann gibt es die EEAV, die Erneuerbare Energienausführungsverordnung, die dann nochmal weitere operative Rahmenbedingungen genauer definiert. Und wie ihr hier schon sehen könnt neben mir, gibt es nun hier einen Hinweis zur Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbaren Energiengesetzes 2021 und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften. Dieser Titel ähnelt auch dem Langtitel des EEG 2021 und dementsprechend handelt es sich hier also auch wieder darum, dass wir diese Erneuerbare Energienverordnung und weitere Verordnungen in einem Rutsch mit einer Artikelverordnung verändern wollen. Der Hintergrund ist immer, auch beim EEG 2021, das war ein Artikelgesetz. Damit werden also in jedem Artikel ein Gesetz und eine Verordnung angepasst, im nächsten Artikel ein anderes Gesetz, eine andere Verordnung angepasst, sodass wir mit dem EEG 2021 ja auch KWKG-Änderungen und so weiter mit drin hatten, zum Beispiel. Und mit der EEV 2021 werden wir eben auch mehrere Verordnungen jetzt auf einmal mit einer Artikelverordnung anpassen. Unterschied Gesetz und Verordnung ist ja, Gesetz ist im Bundestag zu beschließen, eventuell vom Bundesrat zu bestätigen, dann vom Bundespräsidenten zu unterschreiben, wird dann verkündet im Bundesgesetzblatt und dann kann es in Kraft treten. Eine Verordnung hingegen kann von der Bundesregierung, also vom Bundeskabinett, erstmal definiert und dann beschlossen werden und muss unter Umständen vom Bundestag bestätigt werden oder muss unter Umständen vom Bundesrat bestätigt werden, aber ist eben kein Gesetz, also muss nicht diesen kompletten Prozess immer durchlaufen, sondern kann, je nachdem, wie es definiert wurde ursprünglich, kann direkt in Kraft treten oder muss nur eine kleine Bestätigungsrunde fahren. Dieser Referentenentwurf, also dieser wirklich noch pure Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, ist das hier am 12. Mai 2021 veröffentlicht worden auf deren Webseite. Hier wird auch schon mal definiert, es geht vor allem um die Anforderungen an den grünen Wasserstoff, wenn es um die gesetzliche Vollbefreiung von der EEG-Umlage geht. Ja, wir wollen also Wasserstofferzeugungsanlagen, die grünen Wasserstoff erzeugen, von der EEG-Umlage befreien. Ihr kennt das im Zweifel, wenn ihr euch auch mit Erzeugungsanlagen beschäftigt, dass die entweder komplette EEG-Umlage zahlen müssen mit dem erzeugten Strom. Vor allem auch, wenn es auch nochmal um Eigenverbrauch geht, kann es dann sein, dass es eine Teilbefreiung gibt oder je nachdem bei weiteren Rahmenbedingungen, dass es auch eine Vollbefreiung geben kann von der EEG-Umlage, was ja ganz hilfreich ist, auch für die Wirtschaftlichkeit von Erzeugungsanlagen. Wir gleichzeitig aber natürlich auch trotzdem diese Einnahmequellen haben wollen für das EEG-Konto. Also muss man immer so den Kompromiss finden, welche Anlagen in welcher Form EEG-Umlagepflichtig sind, bis wir eine komplett andere Finanzierungsgrundlage gefunden haben über CO2-Preise und weitere Sachen. Und jetzt soll es so sein, dass wir also den grünen Wasserstoff, den richtigen Ökostrom-Wasserstoff, also auch fördern wollen. Das Ganze soll schnell hier einen Markthochlauf bekommen. Also wollen wir eben schauen, dass wir diesen auch von der EEG-Umlage befreien und damit ja eine Wirtschaftsförderung, schlussendlich eine Art Subventionierung für diesen Bereich auch einführen. Das ist absolut sinnvoll. Außerdem geht es bei dieser Verordnung auch um die Anschlussförderung für Gülle-Kleinanlagen. Ne? Im Kontext von Biogas ist es also auch ein wichtiger Faktor, der dann eben auch zur erneuerbaren Energieversorgung beiträgt. Ne? Gülle kommt schlussendlich aus dem landwirtschaftlichen Prozess und ist dabei auch erneuerbar, ne? Also kommt immer wieder aus dem sowieso laufenden Prozess und kann dementsprechend auch im Biogas-Kontext eingesetzt werden und ist dementsprechend auch hier eine erneuerbare Energie. Ne? Das ist einfach so. Und die Verordnung hat noch ein paar weitere Faktoren, da werden wir nachher kurz drüber scrollen. Kleine weitere Änderungen im untergesetzlichen Recht der erneuerbaren Energien, zum Beispiel zur Agrar-, Photovoltaik- und KWK, also Kraft-Wärme-Kopplung. Hier steht nochmal ganz wichtig, das Verordnungspaket wird derzeit innerhalb der Bundesregierung diskutiert und soll kurzfristig dem Kabinett, also dann der Regierung, mit den Ministern zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Und dann könnte es nochmal eine Runde durch den Bundestag drehen und dann ist es in Kraft getreten.
Hier unten ist dann der Link auf die PDF und auf die schauen wir dann einfach mal kurz rein. Die seht ihr jetzt auch schon neben mir. Und hier ist es dann mal ganz interessant. Am Anfang, wie immer, gibt es so eine Einführung. Das ist jetzt ziemlich genau das, was auch auf der Webseite stand. Und dann gibt es weitere verwaltungsrechtliche Informationen. Das ist immer so bei Gesetzesentwürfen und Verordnungsentwürfen. Dann geht es so langsam los mit den eigentlichen Artikeln. Und das ist dann das Interessante. Wie vorhin erwähnt, gibt es hier also mehrere Artikel, die jeweils eine Verordnung anpassen. Artikel 1, natürlich die Änderung der Erneuerbaren Energienverordnung der EEV, wie wir vorhin ja schon mal auseinandergenommen haben, die ursprüngliche Weiterregelung des EEG, um eben hier ein bisschen mehr auch Freiheiten der Anpassungsmöglichkeiten zu haben, während das EEG ja einen kompletten Gesetzesnovellenprozess durchlaufen müsste, kann die EEV mit der Regierung relativ schnell immer angepasst werden. Und dementsprechend macht es auch Sinn, hier verschiedene Sachen reinzuschreiben, die eben dann nicht über den langfristigen Gesetzesprozess immer angefasst werden müssten. Hier wird nochmal geregelt oder am Anfang schon klargestellt, es geht hier nochmal um Gülle-Kleinanlagen und vor allem die Anschlussförderung und es geht um den grünen Wasserstoff und dabei eben die Befreiung von der EEG-Umlage. Dann haben wir am Anfang verschiedene führende Bestimmungen und dann kommen wir auch schon zur Anschlussförderung der Gülle-Kleinanlagen. Hier geht es also um Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird und da verlängert sich der ursprüngliche Anspruch auf Zahlungen einmalig um 10 Jahre, wenn der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung vor 2025 beendet ist. Also EEG-Anlagen mit Biogas, Gülle-Kontext, die praktisch zwischen 2000 und 2005 ans Netz gegangen sind und eine EEG-Förderung bekommen haben. Dann haben wir immer eine 20-jährige EEG-Förderung und die Anlagen, die jetzt innerhalb der nächsten wenigen Jahre aus dieser Förderung rausfallen, haben die Möglichkeit, eine Anschlussförderung zu bekommen, wenn sie kleine 150 Kilowatt sind. Na, und das ist hier das ganz Entscheidende. Es sollen die kleineren und die mittelkleinen Anlagen hier nochmal eine Anschlussförderung bekommen, weil gerade die im Zweifel aus sich alleine heraus eher schwierige Rahmenbedingungen haben, wirtschaftlich weiterzulaufen. Der Anlagenbetreiber muss das dem Netzbetreiber mitteilen, rechtzeitig, dazu kommt gleich nochmal was, und er darf mit der Anlage nicht an anderen Ausschreibungen teilnehmen oder daran teilgenommen haben. Über die anderen Ausschreibungen könnte es ja auch dazu kommen, dass ein Zahlungsanspruch entsteht für weiteren Betrieb. Und das soll hier ausgeschlossen werden. Es soll hier praktisch keine Doppelung und Verdreifachung von irgendwelchen Förderansprüchen sich ergeben, sondern er soll eben dann ganz gezielt über diesen Weg einen weiteren Zahlungsanspruch bekommen. Und dann gibt es hier verschiedene Zahlungsbestimmungen. Das ist also dann eher für euch interessant, wenn ihr euch tatsächlich mit diesen Anlagen aktiv beschäftigt. Das könnt ihr euch hier durchlesen. Ist ja auch wirklich nicht viel Text. Höhe des Zahlungsanspruchs wird ja auch nochmal definiert. Mitteilungspflichten wie immer. Die Anlage muss im Marktstammdatenregister ja, registriert sein, dann hat er dann eine Nummer und mit der Nummer geht man spätestens 3 Monate vor Beendigung des ursprünglichen Anspruchs, ne, innerhalb der nächsten Jahre, wenn es da aufhört, 3 Monate vorher, auf den Netzbetreiber zu und möchte eben mitteilen, hey, ich möchte diesen weiteren Zahlungsanspruch gerne geltend machen und dann kann das Ganze seinen Prozess nehmen. Und das ist hier eben weiter definiert, man soll nicht an anderen Ausschreibungen teilnehmen, etc. Und hier kann es bis 2024 auch nochmal eine weitere Evaluierung des Bundestages geben, nee, bis sogar Ende 2023, gerade für die Anlagen, die dann ein Jahr später auslaufen würden und von dieser Anschlussförderung nicht mehr betroffen sind. So, das ist dieser Abschnitt 3a. Und dann geht es im Abschnitt 3b, Herstellung von grünem Wasserstoff, den nächsten Teil, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, eben die Befreiung von der EEG-Umlage für die Anlagen, die diesen grünen Wasserstoff zur Verfügung stellen. Dabei ist immer wichtig, grüner Wasserstoff heißt ja, der wird aus reinem Ökostrom über die Wasserelektrolyse hergestellt. Wasserelektrolyse heißt ja, wir nehmen Wasser, zum Beispiel auch aus dem Meer, wir nehmen Strom, setzen das zusammen und das Wasser wird molekular aufgelöst in Sauerstoff und Wasserstoff. Sauerstoff kann man verwenden oder in die Atmosphäre blasen, kann man atmen. Und einfach gesagt, ganz einfach ausgedrückt. Und Wasserstoff kann man jetzt hier in die Wasserstoffprozesse geben oder kann das lagern, speichern, wohin leiten und damit dann irgendwelche andere Dinge noch machen, zum Beispiel auch für den Antrieb nutzen. Wir kennen das ja aus dem Kontext der Brennstoffzelle, was ja zumindest im LKW-Bereich interessant sein kann, aber vor allem auch nochmal im Schifffahrtsbereich und im Flugbereich könnte grüner Wasserstoff hier auch nochmal eine energiewendefreundliche und klimafreundliche Möglichkeit sein.
Hier wird es also definiert, dass in diesem Abschnitt klargestellt wird, naja, wie läuft denn die gesetzliche Befreiung von der Zahlung der EEG-Umlage für diese Anlagen, die den grünen Wasserstoff erzeugen und dafür eben EEG-Strom brauchen. So. Erstmal wichtig, innerhalb der ersten 6.000 Vollbenutzungsstunden der Einrichtung. Ne? Wir haben knapp 8.000 Stunden im Jahr, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Und eine Vollbenutzungsstunde, naja, eine Anlage läuft nicht immer entweder auf voller Kapazität. Sie wird mal teilweise runtergefahren, sie ist auch mal ausgeschaltet zur Wartung oder was auch immer für andere Kunden. Und dementsprechend kommt man nicht auf eine komplette Anzahl von Vollbenutzungsstunden über das gesamte Jahr hinweg, sondern es gibt halt da eine Rahmenbedingung. Und hier wird einfach ein Rahmen gesetzt für diese Förderfähigkeit. So, und hier ist ganz klar, Herstellung von grünem Wasserstoff elektrochemisch durch den ausschließlichen Verbrauch von, jetzt kommen wir zu Ökostrom. Das ist also ganz wichtig, dass hier auch nur Strom verwendet wird, der nachweislich Ökostrom ist, damit wir damit grünen Wasserstoff herstellen. So. Dieser soll also nachweislich aus Anlagen zur Erzeugung von EEG-Strom kommen, im Sinne der Definition im EEG. Ist schon mal gut. Und jetzt wird es interessant wegen des Standortes. Er soll nachweislich mindestens 85% aus der Preiszone Deutschland kommen. Das heißt, die Anlagen zur Erzeugung dieses Ökostroms müssen ihren Standort in der Preiszone Deutschland haben. Wir haben ja ein zusammenhängendes europäisches Stromnetz, einen zusammenhängenden europäischen Binnenmarkt für Energie. Das heißt, man kann ja auch irgendwo am anderen Ende von Europa einkaufen und dann ist das trotzdem Strom, der hier bilanziell zugeordnet wird. Wir wollen hiermit aber sicherstellen, dass der Strom für den deutschen grünen Wasserstoffprozess eben auch aus unserer Region kommt und damit diese Dezentralität auch weiter vorangetrieben wird und eben nicht wieder dieses Thema kommt wie, naja, für unsere Energiewende benutzen wir den norwegischen Wasserstrom. Das ist auch nicht so, aber es ist auch mal wichtig, das Ganze hier auch gleich in die Regulierung mit reinzunehmen und zu sagen, naja, der Großteil kommt also direkt hier praktisch aus Deutschland und die restlichen kommen nachweislich aus einer Preiszone, die mit der deutschen Preiszone elektrisch verbunden ist, ne? Also aus Nachbarregionen. Da kann dann der Rest herkommen. So und weiter, im Weiteren, für diesen Strom gibt es keine Zahlung nach dem EEG, nach dieser Verordnung oder nach dem Kraftwerkkopplungsgesetz, damit auch hier keine doppelte und dreifach Förderung zustande kommt, wollen wir hier ja praktisch dafür sorgen, dass der Ökostrom, der für diesen grünen Wasserstoffprozess genutzt wird, von der EEG-Umlage befreit wird und dementsprechend hier ja eine Förderung stattfindet. Ja, das ist eine Subventionierung, wo dann praktisch auch die vertraglichen Lieferbedingungen zwischen Anlage und Elektrolyseur so gestaltet werden können, dass eben diese Förderung, dieses Herausnehmen der EEG-Umlage dann ein Bestandteil ist und dann ist es vielleicht ein sehr, sehr angenehmer und sehr wirtschaftlicher Vertrag für beide Seiten. Und dementsprechend soll hier aber auch keine Doppelt- und Dreifachförderung möglich sein, sondern es soll dann eben eine sehr, sehr gezielte Verbindung von Erzeugungsanlagen und grünen Wasserstoffprozessen herbeigeführt werden. So, und dann im Weiteren soll dieser Strom in einer Einrichtung zur Herstellung von grünem Wasserstoff verbraucht werden. Ne? Dieser Strom kommt nachweislich aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und wird entweder über ein Stromnetz geliefert, bei dem dann dieser Strom Herkunftsnachweise für erneuerbare Energien entwertet. Wir haben ja das Herkunftsnachweisregister und das Regionalnachweisregister. Wir werden dazu auch nochmal mehr Videos in Zukunft machen. Das ist ein super spannendes Thema, wo es auch immer mal wieder Bewegung drin gibt. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Daher werden wir darauf nochmal eingehen. Wenn der Strom aus dem Netz kommt, muss hier also der Herkunftsnachweis dabei auch entwertet werden können. Und das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, der Strom kommt nicht aus dem normalen Versorgungsnetz, sondern er kommt nicht durch das Netz, er kommt direkt von Anlagen, von EEG-Anlagen, die praktisch daneben stehen, die praktisch auf dem Dach stehen oder wo auch immer. Und dann zeitgleich bezogen auf jede Viertelstunde, auf das 15-Minuten-Intervall, in der Wasserstoffeinrichtung verbraucht wird. Das heißt also, wir betrachten ja in der Stromwirtschaft sowieso immer die Viertelstunde, weil die gut zu betrachten ist für bilanzielle Zuordnung von Energiemengen. Und hier wollen wir praktisch sicherstellen, naja, wenn der Strom nicht aus dem Stromnetz gezogen wird, mit der Entwertung, Herkunftsnachweis, ganz klar Ökostrom,
dann soll er eben von ganz eindeutigen EEG-Anlagen, die daneben stehen, ein Windpark neben dem Elektrolyseur oder Photovoltaikanlagen auf dem Dach, und soll hier praktisch dann zeitgleich erzeugt werden, während er auch verbraucht wird. Das heißt also, die EEG-Umlagenbefreiung findet statt, wenn die Windanlage jetzt dreht und erzeugt und dann jetzt dieser Strom auch praktisch in Echtzeit in der Wasserstoffanlage verbraucht wird. Und das ist dann eben eine Befreiung von der EEG-Umlage. Ne? Und das ist natürlich auch eine gute Grundlage für eine Wirtschaftlichkeit, wenn man diesen gesamten Wasserstoffprozess so auch in Deutschland einführt und dementsprechend da auch eine interessante Wertschöpfung dahinter steckt. Und dann gibt es hier noch weitere Rahmenbedingungen, die das Ganze noch abrunden, Mitteilungspflichten. Das ist dann vor allem nochmal wichtig, wenn ihr euch wirklich im Detail damit beschäftigen wollt, könnt ihr euch das hier ja durchlesen. Das sind ja auch nicht viele Seiten. Und dann kommen wir eben auch schon nach nochmal dem Hinweis auf den beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt. Wie immer wird die EU auch hier nochmal drüber schauen müssen. Das hatten wir beim EEG genauso, dass er eben auch erst nach Monaten schlussendlich die komplette Klarheit dann vorhanden war. Nachdem wir also das auch noch uns hier anschauen konnten, gibt es dann den Artikel 2. Ne? Das waren also bis gerade eben im Artikel 1 die Anpassung der Erneuerbaren Energienverordnung EEV. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Rahmenbedingungen. Nochmal Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung, wo wir auch nochmal den Kontext, den wir gerade hatten, das haben wir vorhin ja gelesen, finden können, wo wir dann auch nochmal eingehen auf die besondere Ausgleichsregelungsdurchschnittsstrompreisverordnung. Da merken wir umso mehr, es gibt eine Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen für die deutsche Energiewirtschaft und Energiewende. Sehr komplex. Darüber haben wir bisher, glaube ich, noch nie geredet, so im direkten Kontext der besonderen Ausgleichsregelung. Eine weitere Änderung der Herkunftsnachweis- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung, Innovationsausschreibungsverordnung, wo dann vor allem nochmal der Kontext mit Speichern, also Kombination von Erzeugungsanlagen mit Speichern, die ja als Innovationsausschreibung laufen können, gefasst wird, wo die Ausschreibungsmengen erhöht werden. Das ist ja sowieso nochmal ein Thema, was im Bereich der nächsten EEG-Novelle nochmal kommen könnte. KLK-Ausschreibungsverordnung, auch nochmal der gleiche Kontext und dann eben das Inkrafttreten, nachdem es verkündet wurde. Hier muss es also nochmal durch das Bundeskabinett durch beschlossen werden und dann eventuell nochmal die Runde durch den Bundestag drehen und dann ist das Ganze auch in Kraft getreten mit den gerade beschriebenen Änderungen. Vor allem natürlich nochmal Anschlussfähigkeit für die kleinen Biogasanlagen aus dem Gülle-Kontext und dann eben die Befreiung von der EEG-Umlage für den EEG-Strom, der dann für praktisch den EEG-grünen Wasserstoff verwendet wird, was also hier eine sinnvolle Wirtschaftsförderung sein könnte für eben diesen Bereich, der zumindest eine Rolle innerhalb der Energiewende in der Zukunft noch spielen wird. Und das ist es jetzt erstmal. Jetzt habt ihr auch schon gemerkt, es ist trotzdem ganz schön komplex, allein diese kleinen Anpassungen des EEVs. Das werden wir also nochmal weiter begleiten, soweit das dann beschlossen ist. Können wir dazu ja vielleicht nochmal was machen. Gerade weil es auch passieren könnte, dass nochmal was geändert wird aktuell, ist es wenig vorhersehbar, was in der Bundesregierung im Kontext der Energiewende nochmal angefasst und angepasst wird. Da haben wir ja rund um das EEG auch dauerhafte Diskussion. Von daher, wir bleiben mal dran. Ihr könnt da genauso dran bleiben. Ihr werdet das in der Fachpresse mindestens verfolgen können, wenn dazu dann noch weitere Veröffentlichungen kommen werden. Okay, soweit eigentlich dazu. Habt ihr konkrete Fragen zur EEV, Erneuerbaren Energienverordnung? Dann gerne unten in die Kommentare. Ansonsten auf unserem Kanal haben wir uns ja auch schon mal mit dem EEV und EEAV beschäftigt. Das könnt ihr auch in Zweifel euch nochmal anschauen, wenn ihr die Unterschiede ansehen wollt. Und dann, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von uns kommt. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.